In diesem Video zeige ich dir eine Möglichkeit, wie du dein Badezimmer reinigen kannst, wie du es bisher wahrscheinlich noch niemals gemacht hast. Dafür stellen wir uns unseren eigenen Badreiniger her. Dafür brauchen wir herkömmliches Natron und dann noch etwas Salz. Ich habe jetzt 125 Gramm Natron und 40 Gramm Salz genommen und beides hier drin gemischt. Außerdem brauchen wir noch ein ätherisches Öl dafür, denn wir wollen ja auch, dass es richtig schön angenehm riecht. Gib ein paar Tropfen davon ebenfalls mit in die Mischung. Alles in ein Glas, zumachen und richtig schön durchschütteln, damit es auch wirklich komplett vermischt ist. Und dann können wir uns auch schon an die Reinigung machen. Falls du übrigens kein Natron zu Hause hast, findest du Natron auch bei mir im Shop. Ich verlinke dir den Shop unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode FUCHS10 bekommst du aktuell auch noch 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Doch was genau können wir damit jetzt eigentlich reinigen? Zum Beispiel das Waschbecken. Gib einfach ein bisschen davon in das Waschbecken und auch auf den Wasserhahn, denn auch Edelstahloberflächen lassen sich wunderbar mit dieser Mischung reinigen. Schnapp dir dann einen Lappen, mache ihn etwas feucht und beginne damit durch das komplette Waschbecken und auch über den Wasserhahn zu wischen. Bereits nach kurzer Zeit wirst du merken, dass alles richtig schön sauber wird und auch hartnäckige Kalkflecken dank dieser Mischung komplett verschwinden. Danach alles nochmal abspülen, damit hier auch die Reste vom Salz und Natron von unseren Armaturen wieder verschwunden sind. Danach müssen wir alles nur noch einmal abtrocknen und schon glänzt es wieder wirklich wie neu. Die Reinigungsleistung dieser beiden Mittel ist wirklich enorm und zudem ist die Herstellung auch noch unglaublich günstig. Doch das war noch lange nicht alles, was du damit reinigen kannst. Natürlich kannst du auch deine Dusche bzw. die Duscharmaturen von lästigen Kalkflecken und auch hartnäckigen Kalkflecken bereinigen. Dafür auch hier wieder etwas davon heraufgeben, mit dem Lappen nachwischen, dann komplett abspülen, trockenwischen und alles sieht auch hier wieder aus wie neu. Du kannst damit also dein komplettes Badezimmer reinigen. Selbst die Toilette, die in diesem Fall jetzt ja noch fehlt, können wir hiermit reinigen. Auch hier wird etwas davon hereingegeben, mit der Klobürste alles richtig schön durchwischen, nochmal nachspülen und danach ist auch die Toilette wieder komplett sauber dank dieser Mischung. Du kannst das Glas dann beiseite stellen und immer wieder etwas davon herausholen, wenn du es benötigst. Probiere das Ganze daher doch auch bei dir unbedingt aus. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du eine Slip-Einlage auf deinen Mülleimer kleben solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.